und meinen Erwartungen da entsprechen. Und deswegen nehme ich gerne die Eigenverantwortung und bin da einfach immer gut vorbereitet. Auch so ein Glas Kichererbsen kann ich gut einstecken. Eine Banane oder ein Apfel bekommt man eigentlich immer irgendwo. Natürlich muss man manchmal einfach Kompromisse eingehen. Also das habe ich gelernt und da auch nicht zu hart mit mir zu sein. Und zu sagen, okay, eigentlich würdest du das jetzt nicht essen, ne, von dem, wie ich zu Hause kochen würde, aber gerade ist einfach nicht eine andere, bessere Wahl da, dann greife ich da eben zu. Ne? Also, dass Reis mit grünen Bohnen jetzt nicht der Knaller ist vorm Spiel, ist mir auch klar, aber ich möchte trotzdem keine Nudeln mit Hackfleischsoße essen. Also nehme ich halt den Reis mit grünen Bohnen, ne, und frage, ob sie mir irgendwie zum Nachtisch noch zumindest einen Apfel irgendwo herzaubern können. So, ne? Cool. Okay, also habe ich jetzt gehört, Obst und Reis mit grünen Bohnen sind da ab und zu da. Du hast auch Sprossen erwähnt, du hast ein paar Gemüsesorten erwähnt. Also du schaust, dass du da dich flexibel einstellen kannst. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich auch einen ganz, ganz tollen Blogartikel vegan auf Reisen mit ganz vielen Tipps, wie du dich da super gut vorbereiten kannst. Auch Meal Prep Rezepte. Die findest du natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne in den Shownotes. Da einfach mal reinklicken und dann kannst du dich da perfekt vorbereiten, genau wie die Leonie das macht oder wie ihre Eltern es schon gemacht haben. Rohkost in Dosen dann mitbringen und mitnehmen sozusagen, um da einfach eine gesunde Ernährung zu gewährleisten. Wenn du jetzt optimale Bedingungen zu Hause hast, gibt es da ein, zwei Sachen, Frühstück, Mittag, Abendessen, die du absolut liebst und wo du sagst, das ist so mein Traum, den du gerne mal teilen möchtest? Also Frühstück tatsächlich skippe ich das immer, ich fast intermittierend. Deswegen, auch wenn ich das Frühstück liebe, verschiebt sich das manchmal in die Mittagszeit. Und je nachdem wird es dann eben ein herzhaftes eher Mittagessen oder es wird eine Smoothie Bowl. Ich liebe es, sämtliche Sachen zusammenzuschütten und zu kombinieren und mich nicht sehr einseitig zu ernähren. Also Sprossen sind viel dabei, eigentlich immer täglich. Tempeh lieb ich sehr, also das ist echt, ja, da läuft mir das Wasser direkt im Mund zusammen, auch wenn man den nicht so leicht findet, zumindest nicht in jedem Supermarkt. Und ja, ansonsten wirklich die Vielfalt an saisonalen, regionalen Gemüse. Ja, also unprocessed geht nach wie vor, ist für mich der Hauptleitsatz auch in der veganen Ernährung. Ich weiß, Tofu ist da auch nicht immer vielleicht das Allheilmittel, aber es ist eben mal zum Mitnehmen auch eine gute Ergänzung. Achtest du denn Und da auf deine Makros, also Proteine und so weiter? Achtest du da drauf oder ist und zählst du Kalorien? Ich denke mal eher nicht. Ich will es trotzdem stellen. Oder sagst du, hey, ich weiß, was ich ungefähr brauche. Ich weiß auch, wo welche Vitamine, Minerale etc. drin sind und achte da nicht besonders drauf. also ich habe über 1,5, 2 Jahre tatsächlich sehr, sehr genau meine Kalorien getrackt, mich deswegen auch mit Makros intensiv beschäftigt. Ich bin davon wieder weggekommen und fühle mich damit auch deutlich besser. Es ist einfach eine Kopfsachenfrage und ein bisschen den Kopf rauszunehmen. Für mich war in den letzten Jahren auch die Entwicklung deutlich mehr, die Verbindung zu meiner Intuition zu stärken. Und ich denke, dass der Körper da ganz, ganz viel, wenn man nur genau hinhört, schon anzeigt, worauf man Lust hat. Weil ein gesunder Körper, der hat halt Lust auf frische Sachen. Und dann sagt er eben mal etwas mehr Obst und mal etwas mehr Gemüse. Aber grundsätzlich ist da wenig Lust auf Pommes oder irgendwie was anderes da. Deswegen ja, ist diese Intuition tatsächlich für mich im Moment der Hauptkompass, was meine Ernährungsmethoden anbelangt. Ja. Aber natürlich habe ich aus der Zeit so die groben Makros im Kopf. Also ich habe da einfach auch ein Gefühl für, wenn mir das Eiweiß fehlt. Natürlich bin ich da kein Blutlabor oder ne, kann da nicht jeden Mikronährstoff irgendwie rausfiltern vom Gefühl her. Das will ich gar nicht sagen. Doch so als Grundkompass ist es auf jeden Fall ausreichend und ja, die Stärke und durch den Sport hat man ja ein direktes Feedback einfach. Ne? Fühle ich mich gut, bin ich kraftvoll, kann ich im Krafttraining, entwickle ich mich, ja oder nein? Wenn nein, dann achte auf deine Eiweißzufuhr und zwischendurch kommen halt mal Blutanalysen, werden zusätzlich dazu genommen, um jetzt eine Feinjustierung zu machen.
Cool. Also du hast richtig zusammengefasst, du hast dich mal ein, zwei Jahre super mit der Ernährung auseinandergesetzt, weißt eben, worauf du dann achten darfst. Und das möchte ich eben auch hier im Podcast dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mitgeben, dass du dich auf jeden Fall zumindest einmal damit beschäftigst, was sind die wichtigen Mikronährstoffe, die in deiner Ernährung nicht fehlen sollten. Ne? Da sprechen wir von Vitamine, sprechen wir von Mineralien, aber auch von sowas wie Spurenelemente, von Enzymen eben auch. Ganz wichtig, dass du für vegan, in Anführungsstrichen, kritischen Sachen wie Eisen, gerade bei Frauen, ne? Wie Vitamin B12, Vitamin D, also all diese Dinge, die ja sehr, sehr oft genannt werden, die sowohl für Omnivore als auch für Veganer sehr, sehr wichtig sind, dass du darauf achtest, mehr oder weniger, und dass du eben schaust, dass du zu deinem Lifestyle und zu deinem Körpertyp die passende Ernährung hast. Dafür gibt es, wie Leonie schön gesagt hat, auch verschiedene Tests. Also es gibt eben solche Körpertypentests und es gibt eben auch Lebensmittelunverträglichkeitstests. Ebenso gibt es Tests, wie du deine Vitamine, deine Mineralstoffe checken kannst. Also auch da kannst du gerne mal in die Shownotes reinklicken, dass du dich zumindest einmal damit befasst. Und wenn du selber keine Lust hast, dir einen Ernährungsplan zusammenzustellen, dann kannst du auch zum Beispiel solche Plattformen wie upfit.de ausprobieren, die dir dann vegane Ernährungspläne erstellen, die genau auf deine Bedürfnisse angepasst sind, laktosefrei, glutenfrei, sojafrei, wie auch immer. Und du kannst natürlich eben auch einzelne Ernährungs- oder Lebensmittelgruppen abwählen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ich würde da gerne einmal noch was anfügen, lieber Christian, zu deiner Empfehlung. Ich als Frau vor allen Dingen, wie ich schon gesagt habe, bin den Weg über das Ernährungstracking gegangen, möchte einfach noch mal an deine weiblichen Zuhörerinnen appellieren, dass gerade eure Intuition diesbezüglich echt sehr, 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 sehr gut ist und dass manche Rechnungen, die vielleicht die lieben Männer anstellen können, was auch die Hormone anbelangt und Kaloriendefizit, Überschuss, dass das Männer einfach viel, viel leichter wirklich errechnen können und dass es bei uns aber häufig nicht so sehr funktioniert, nicht so genau funktioniert, weil wir einfach zyklische Wesen sind und da bei uns die Hormone einfach sehr, sehr massiv noch mit reinspielen und die Phase des Zyklus, in der man ist und deswegen möchte ich da einfach nur an deine Intuition appellieren und lass den Kopf auch manchmal ein bisschen raus und es ist nicht schlimm, es ist total okay, wenn manche Rechnungen, die die Männer anstellen, bei euch nicht so funktionieren. Das durfte ich auch über mehrere Jahre mit einigem Groll, aber letztlich jetzt auch mit Zufriedenheit lernen. Und das nur als kleiner Appell an deine weiblichen Zuhörer. Mega gut. Deshalb habe ich solche tollen Menschen wie dich, liebe Leonie, im Podcast, dass ich da eben auch mal die Frauen sehr viel besser noch abholen kann. Und wir haben ja durchaus sehr viel mehr Frauen als Zuhörerinnen zum Glück, denn das sind natürlich eben auch hochemotionale, hochspirituelle und ja sehr feinfühlige Wesen. Ich bin immer sehr, sehr ja, bezaubert, wenn Frauen bei mir natürlich in der Nähe sind. Und deshalb vielen Dank, dass du auch dabei bist. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Sag mal, du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass Spiritualität bei dir auch eine immer größere Rolle da einnimmt in deinem Leben. Inwieweit was heißt Spiritualität für dich und wie kann es den Zuhörerinnen und Zuhörern oder welche Tipps hast du da? Was hat es für dich Gutes bewirkt? Vielleicht magst du dazu einfach ein bisschen was erzählen. Sehr, sehr gerne. Also der Baustein Spiritualität ist für mich tatsächlich so die Spitze der Pyramide im Sinne von, es ist ein allumfassendes Thema. Spiritualität, ich weiß nicht, zu welchem Typ du gehörst, zu welchem Typ deine Zuhörer gehören. Manche, die mögen den Begriff gar nicht, andere sind dem einfach neutral gegenüber, andere mögen ihn und gehen da total drin auf. Für mich bedeutet Spiritualität, mich zu mir selbst zu entwickeln, also entwickeln im wörtlichen Sinne, ja, die Konditionierungen, das Umfeld, meine Erfahrungen, die irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Kern und die sich so um meinen Kern gelegt haben, die abzuschälen und zu mir selbst zu finden und das, was ich bin, noch mehr zu leben. Und diese Reise ist, glaube ich, eine Reise, die zwar ein Ziel hat, aber irgendwie nie abgeschlossen ist. Und ich finde, dass es eine ganz, ganz aufregende, interessante Reise sein kann. Und da kommen wir auch zu diesen Themen, wie wir sind alle Energie, wir sind alle miteinander verbunden. Und
das so zu begreifen oder zu erfahren, verändert tatsächlich für mich einige Sachen, und lässt mich selbst auch nochmal irgendwie unwichtiger werden, im Sinne von rauszoomen aus der Situation. Du hast es eben so schön bildlich dargestellt, ja, wie wir aus der Erde die Länder verschwimmen, die Planeten verschwimmen, so rauszoomen. Und ja, das finde ich ist schön, einfach ganz viel Urvertrauen für mich, dass das Leben so für mich passiert, und geht so weit über den Sport und über unser Dasein an sich tatsächlich hinaus, ja. Welche Rolle spielt in diesem Kontext dann eben auch dein beruflicher, sprich sportlicher Erfolg oder solche Themen wie Finanzen oder auch materielle Dinge? Sie werden unwichtiger in gewisser Hinsicht, sind aber doch eine Erdung. Ich empfinde gerade meinen Sport als Erdung, der es auch bedarf, und ein ganz großer Teil von Leidenschaft, die abgerufen wird. Wir wissen, dass es nicht alles ist, dass es auch für mich nicht alles ist in meinem Leben, aber es ist vor allen Dingen für mich ein Lernfeld sondergleichen. Ich durfte so viele Sachen durch den Sport lernen und bin dafür so dankbar, und so viele meiner Emotionen werden durch den Sport abgerufen. Ja, genau, es lässt einen wieder zurückkommen zu menschlichen Verbindungen. Jetzt für mich ganz persönlich, die eine ganz, ganz große Wichtigkeit haben. Sei es jetzt die Familie oder sei es eben auch das Umfeld, in dem ich mich sportlich bewege. Ne? Passt das? Fühle ich mich so akzeptiert? Kann ich mich in dem Umfeld entwickeln, oder nicht? Also, es betrifft all meine Bereiche. Ja, genau. Ja, sehr spannend. Und lässt sich diese, also über die vegane Ernährung, über deinen Lebensweg, über deine Entwicklung, wie siehst du die Zukunft? Gerade jetzt auch in Zeiten, sprich jetzt nach Corona, wo jetzt noch viel mehr im Aufruhr geraten ist. Also wie du es ja sagst, wir sind ja letztlich alle eins und dementsprechend müssten wir ja mehr oder weniger auch diesen Schmerz spüren oder der Schmerz des Planeten vielleicht über die ganze Klimavergiftung und diesen ganzen Umwälzungen, den Schmerz von vielen Menschen, die Hunger leiden und vieles mehr. Aber auch bei uns hier direkt ums Eck, wie geht es weiter mit dem Finanzsystem, mit der ganzen Wirtschaft und vieles mehr. Wie siehst du die aktuelle Situation und wie blickst du in die Zukunft? Also ich blicke erstmal grundsätzlich positiv in die Zukunft. Ich denke, alles andere lähmt mich, und das ist nicht das, was ich möchte, oder verringert meine Energie, um es in anderen Worten auszudrücken. Ich persönlich bin kein Freund davon, mich mit vielen Informationen, die mein aktuelles Tun gar nicht betreffen, zu umgeben. Und ich glaube, dass das gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig ist, weil diese Fülle an Informationen und, wie du sagst, auch diesen Weltschmerz, wenn man den spürt, frage ich mich, hilft mir das gerade, für mich in Aktion, in Handlung zu kommen? Ja oder nein? Und mein Ansinnen ist es ja, das Beste mir Mögliche zu tun, um die Situation für mich und für andere zu verbessern. Und ich denke, die vegane Ernährung und vor allen Dingen für mich ganz persönlich ist der Aspekt der Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großer, der mich zu der veganen Ernährung gebracht hat. Ja. Weniger CO2-Emissionen, weniger Regenwälder, die abgeholzt werden, und das gerade vor diesem Klimawandel, vor der Erde, die irgendwie aufschreit, ist für mich ein sehr, sehr wichtiger. Und ich glaube, dass Corona uns gelehrt hat, dass die Erde aufatmen kann. Und wenn es das vielleicht nur für einen kurzen Moment war, dann war das davon irgendwie schon gut. Wohl wissen, dass viele Einzelschicksale davon betroffen sind. Und ich hatte das Glück, dass es mich nicht massiv persönlich jetzt getroffen hat. Aber ich denke, es ist auch eine Wahrnehmungssache. Und Also dich hat es jetzt nicht massiv persönlich betroffen, das habe ich jetzt so richtig verstanden. Oder hat es dich massiv betroffen?
Ja, es ist irgendwie auch eine Frage der Perspektive, ne? Also Ja, meine Vereinssuche ist davon schon betroffen, okay. und auch mein Gehalt ist davon betroffen. Nur, wie ich gesagt habe, ich gehe irgendwie positiv ins Leben. Deswegen sehe ich gerade einfach mehr die Chancen, die es auch geboten hat. Und ja. Cool. Jetzt, oder beziehungsweise toll, dass du da immer noch dann so im Vertrauen bist und weißt, auch wenn das jetzt mal Stolpersteine sind, dass die sich dann eben auch wieder auflösen. Du hast angesprochen, so diese ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit. Magst du noch zwei, drei Tipps vielleicht geben, wie, aus deinem Alltag oder aus den Überzeugungen, die du hast, wie wir nachhaltiger leben können? Jetzt natürlich außerhalb des Aspektes, dass wir uns schon vegan ernähren und dafür oder daraufhin ja schon einen sehr, sehr großen Anteil daran haben, dass es Tier, Mensch und Umwelt besser geht. Gibt es da noch andere Bereiche? Da gibt's viele Bereiche, die sich dem anschließen. Also ich denke, auch in der veganen Ernährung ist natürlich die Frage, ne, kaufe ich meine Früchte von Übersee, mein Gemüse von Übersee, ja oder nein, ne? Oder unterstütze ich den Bauern hier um die Ecke? Also saisonal, regional, oder brauche ich unbedingt meine Papaya, ne? Auch wenn die ganz lecker schmeckt, wenn ich jetzt hier gerade in Deutschland sitze. Also diese Aspekte, saisonal und regional zu kaufen, ist, denke ich, auch für Veganer eine gute Sache. Ansonsten, es gibt so viele Sachen, einfach auch dein Umfeld zu inspirieren und nicht dogmatisch zu sein im Sinne von, du musst jetzt auch vegan werden, bin ich jetzt gar kein Freund von, und bin ich, wenn ich so Anflüchte hatte, auch eigentlich immer mit auf die Schnauze gefallen. Auch wenn ich doch so sehe, dass es anderen gut tun würde, ne, in manchen Hinsicht, vor allen Dingen in Familienmitgliedern oder Freunden. Doch einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, dadurch ist man schon Inspiration genug. Und diesen Nachhaltigkeitsaspekt, was das Reisen anbelangt, was das Fliegen anbelangt, ja, da wissen wir ja alle eigentlich, was zu tun ist, ne? Auch wenn ich selber auch noch mal fliege, ich bin da, wie sagt man, irgendwie davor nicht gefeit, da auch Fehler zu machen oder auch mal nicht so clevere Entscheidungen zu treffen, nur sich bewusst darüber zu sein, dass ich das gerade in Kauf nehme, ist, denke ich, irgendwie super wichtig, und dadurch auf dieses Thema auch mal aufmerksam zu machen. Da kann ich halt einfach mit dem Zug fahren, ne? Muss ich unbedingt mit dem Auto fahren? Manchmal ist tatsächlich ja der Zug sogar schneller. Vielleicht ist es auch cool, wenn man mit einem Freund, mit einer Freundin in den Urlaub fährt, einfach mal nach Wien von Hamburg mit dem Zug durchzufahren mit so einem Nachtzug. Kann halt auch ein Abenteuer sein. Ich weiß es nicht. Für manche ist es was, für manche nicht. Ja. Aber Cool. das sind so Fragen, die man sich stellt. Ja, schön. Gibt es denn was, was du jetzt auf jeden Fall den Menschen da draußen, sei es Sportler, sei es auch nicht Sportler, sei es spiritueller, sei es nicht spiritueller, mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das sind die Botschaften der heutigen Zeit, das sind die Botschaften der Leonie, die gebe ich jetzt raus. Boah, das ist jetzt Megafon, was ich quasi in der Hand habe, ne? So viele Botschaften. Ich finde, die Reise zu sich selbst und sich zu entwickeln, das ist einfach eine Reise, die sich echt lohnt anzutreten und die ganz tolle Sachen so zum Vorschein bringt, und die letztlich für mich in Liebe und in Vertrauen irgendwie ja, begründet sind. Und das würde ich jedem wünschen, den Mut zu haben, diese Reise anzutreten. Und ja, gerade an die weiblichen Zuhörer war mein kleines Encouragement zum Thema Intuition und Ernährung und weiblicher Kraft. Ja, das würde ich gerne nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen, wie gesagt, weil es eine ganz persönliche Geschichte ist, die ich auch lange und auch teilweise schmerzhaft lernen durfte. Und Top. Also, das werden wir auf jeden Fall betonen und nicht vergessen. Und du, liebe Zuhörerin, gerade wenn du jetzt hier zuhörst, wir packen natürlich Infos zu Leonie in die Shownotes. Da kannst du auch gerne mal so im Netz schauen, was sie da bereithält für dich und Kontaktdaten. Gibt es da mit Sicherheit auch zumindest mal eine E-Mail-Adresse. Also das heißt, scheue dich da nicht. Sie ist wirklich, wie du im Video auch sehen kannst, eine ganz, ganz tolle Person. Vielen lieben Dank, Leonie, für die exklusiven Einblicke in ein ja richtig professionelles Volleyballerinnenleben, die ja letztlich mit beiden Beinen auf dem Boden steht und trotzdem so weit wie möglich mit allem
verbunden ist. Also richtig, richtig schön zu hören und zu sehen. Und ich bedanke mich, war mir eine große Ehre, dass du den Vegan Podcast beehrt hast, sozusagen, und deine ganz tollen Einsichten geteilt hast. Vielen lieben Dank, Leonie. Vielen lieben Dank, Christian, für die tollen Fragen, ja, das tolle Gespräch. Es macht Freude, über Sachen zu sprechen, die aus dem Herzen kommen. Das merke ich auch bei dir. Deswegen ist das Gespräch einfach so toll. Und ja, danke dir für die. Genau. Das nächste Mal auf jeden Fall in live. Und du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hast jetzt viele Inspirationen mitbekommen. Du kannst selber entscheiden, ob du jetzt der Welt ein Segen, der Welt ein Licht sein möchtest und vielleicht den ein oder anderen Step zu dir selbst in allererster Linie gehen möchtest. Vor allem, wie Leonie schön sagt, auf deine Intuition hörst. In diesem Sinne sage ich auch heute wieder: Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, wenn es deine Intuition gerade zulässt, natürlich nur. Und lass es dir gut gehen. Alles, alles Liebe, deine Leonie und der Christian.